Yo Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid und herzlich willkommen zur zweiten Weekend League aus dem letzten Wochenende, meine Freunde. Ja, Weekend League Highlights steht an. Ja, das war gute Weekend League, etwas besser als die letzte Weekend League und trotzdem waren da noch ein paar salzige Stimmungen dabei. Emotionale FIFA-Spieler kennen das. Ich würde mich freuen, wenn ihr das ganze Video euch bis zum Ende schaut und ja. Vielleicht könnt ihr da was mitnehmen. Ich grinde jetzt momentan noch viel an meinen Coins. Möchte dieses Jahr so ein bisschen mehr auf so ein bisschen was vom Traden lernen, da ich ja kein Trader bin, sondern halt nur da gucke, was halt logisch oder Sinn macht. Deshalb, ja, schaue ich mal so, wie wir diese Saison auf jeden Fall damit am Ende rausgehen und noch vor Black Friday noch so ein gutes Team haben. Aber dennoch ist das so Team noch okay. Aber so langsam möchte ich auch mein Team jetzt noch verbessern. Hat sich halt nicht viel geändert zum Team. Die Teambewertung werdet ihr wie immer auf Instagram sehen. Meine erste Teambewertung habt ihr ja schon wahrscheinlich gesehen. Wenn nicht, checkt es gerne ab. Da seht ihr nochmal meine Teambewertung von der letzten Weekend League. Teambewertung wird immer kommen, wenn, also auf Insta, wenn immer die Highlights draußen sind. Dann könnt ihr auch genauer sehen. Und warum ich halt diese Noten gegeben habe. Quatsch mal nicht weiter rum. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze supportet, einen Daumen da lässt, den Kanal abonniert. Ja, es sind noch viele, viele Leute, die ohne Abo sich die Videos anschauen. Ist jetzt nicht sehr viel, aber dennoch würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze abonniert und liked. Und ja, würde mich sehr gern freuen. Jetzt würde ich sagen, Film ab und viel Spaß mit dem Video. Oder ich habe doch schon abgespielt, warum ignoriert er das, Alter? Oder die Buggen, die sich da alle, kleben sich da alle fest, Mann. Guck mal. Und genau das ist es, was ich meine, Alter. Oh. Erstes Spiel schon. Ne, also jetzt gerade Gameplay bockt 0, Alter. Bockt 0,0. Man sieht, man muss gar nicht den Kontroll. Mann, man muss gar nicht die Kontrolle in der Hand haben. Man sieht das schon so, dass das Gameplay der purste Müll ist. Frisst das, Alter. Ekelhaft, 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 Alter. Ich hab beim ersten Spiel schon gar keinen Bock mehr, Alter. Ja, Alter. Geh dich ficken. Was willst du zu so einem Tor noch sagen, Alter? Was willst du zu so einem Tor noch sagen, Alter? Flipper Simulator, ey. Ja.
Vergiss es, Alter. Vergiss es. Warum soll ich mich nach oben? Das sind alle Torhüter, mein Freund. Ja, ist ja klar. Ah, so klar, wieder diese Flipper-Simulator. Ey, ich könnte so platzen, Alter. 17 Chemie-Team! 17 Chemie-Team und ich kann gerade auslaufen, Alter! 17 Chemie-Team! Boah, das ist ein Kontertor, Alter. Ein Kontertor, ne? Wie sieht's mit deinem Team aus? Bist du mit deinem Team zufrieden? Also Bundesliga-Team hast du ja, ne? Ja, ich bin immer zu hektisch bei Pässen, leider. Das muss ich mir abgewöhnen. Zum Beispiel auf der Situation kann ich einfach meine Sechser nicht zurückziehen, Alter. Das dauert viel zu lange. Deshalb brauche ich schnellere Sechser, also Renato Sanchez und sowas. Aber bevor ich den dann einbaue, brauche ich auch so einen Neymar oder... Keine Ahnung. Ist noch ein bisschen zu teuer. Versuch halt ein bisschen mich so mit Trading zu beschäftigen. Es geht halt nicht daran vorbei. Leider. So tauschen. Achso, der... Naja, morgen werde ich auf jeden Fall auch im Stream in diese Karten rein. Komm, geh raus. Verlösen, verstehst du? Das musst du selber lösen. Aber, keine Ahnung. Du glaubst gar nicht, wie viele Elfmeter ich kassiert habe, obwohl ich den Gegner gegen mich gelaufen ist und ich nicht getackelt habe. Du glaubst mir selber nicht, ich habe heute auch so einen Elfmeter kassiert. Heute Morgen in Division. Das ist wie FIFA 20 oder 21 war das. Sobald du den berührst, war Elfmeter, dieser Bug. Wo alles verbuggt war. Mann! Flipper-Simulator. Ja, Mann. Was ein Tor. Deine Rewards öffnen können?
Habe ich noch nicht hinbekommen, muss mal wieder. Ich schicke dir nachher. Oder können wir gleich nach den zwei Spielen machen. Wir machen ja nur 10 Spiele insgesamt. Endlich, Alter. Das 2-0 muss schon lange sitzen. Es geht wieder los, Alter. Es geht wieder los, Alter. Es geht wieder los. Es geht wieder los, Alter. Wir sind durch! Gillette Fuchs! Du bist der Beste. Auch sehr komisches Team hier, Alter. Ja, der ist gut. Der ist gut. Ich schwitze da nicht weiter rein. Der ist zu gut. Ich kann da nichts verteidigen. Der läuft da durch und ich kann da nichts verteidigen. Das wird der Flipper-Simulator wieder. Sorry, aber ich kann mir das nicht geben. Kannst du mir nicht ernst meinen, Alter? Der jubelt ja auch noch so hässlich, Mann. Endlich. Boah, ist das Gameplay träge, Alter. Das wird ein ekelhaftes Spiel. Bisschen lackiert. Ja, klar, Alter.
Ehrenmann. Du bist ein Ehrenmann, Alter. Dankeschön. Oder wo habe ich den gefoult? Wo habe ich den gefoult? Ich habe den doch gar nicht mal angewählt. Ich habe den doch gar nicht angewählt und dann noch Leitkarte, Mann. Am Schluss Back aus der Hölle, Alter. Was geht ab, Ali? Ja, Freunde, das war's mit der zweiten Weekend League. Ich muss noch einige Sachen revidieren und zwar war es jetzt nicht so salzig, aber man konnte schon vom Gameplay sehen, dass es schon träge war und von daher muss man halt nochmal schauen. Auf jeden Fall bedanke ich mich für jeden, der das bis hierhin zugeguckt hat. Und ja, falls ihr Empfehlungen raushauen wollt, was man am Team am besten verbessern kann, haut's gerne raus. Ich bin für jeden Vorschlag offen und ja. Ich würde sehr, sehr gerne mein Team ändern, aber ich bin sehr, sehr vorsichtig, was mit den Coins angeht, weil ich nicht so viel Ahnung von Traden habe. Von daher gucke ich halt immer mehr so auf die Profis, die da mehr Tipps raushauen. Und ja, man muss halt schon sehr, sehr, wie gesagt, vorsichtig sein. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut, euer Khalid ist draußen und ciao.